Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf jetzt aufrufen, Tagesordnungspunkt 1. Ich bin sehr dankbar, dass wir sozusagen das vor der Nachmittagspause einschieben haben können, damit wir auch die Herren Präsidenten Poseck und Herrn Gaspar nicht warten lassen müssen, noch länger warten lassen müssen. Darf das dazu nutzen, Sie ganz herzlich zu begrüßen, den Präsidenten des Staatsgerichtshofs, Herrn Professor Poseck, und den Richter am Staatsgerichtshof, Herrn Gaspar. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, wieder bei uns sind. Noch einmal ein herzliches Willkommen an Sie. Darf für einen kurzen Moment auch formell werden, denn nach § 9 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof des Landes Hessen werden die richterlichen Mitglieder durch den Präsidenten des Staatsgerichtshofs vor dem Hessischen Landtag vereidigt. Und ist ein Mitglied des Staatsgerichtshofs wiedergewählt worden, das ist im Falle von Herrn Gaspar so, wird nach § 9 Absatz 3 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof die Vereidigung durch den Hinweis ersetzt, dass der früher geleistete Eid auch für die neue Amtszeit bindet. Und dazu darf ich, wie gesagt, in unserer Mitte die beiden Herren ganz herzlich begrüßen. Ich darf vielleicht doch ein paar Worte auch noch dazu sagen, in welch schwieriger Zeit das stattfindet. Das zeigt die Tatsache, dass ansonsten das gesamte Gremium ja immer sehr gerne gekommen ist, was uns ganz besonders geehrt hat, wenn eine entsprechende Vereidigung oder der Hinweis auf den Eid stattgefunden hat. Aber wir leben eben in einer Zeit, die bestimmt ist durch ein Virus. Und ja, auch in Zeiten von Corona ist eben die gesamte Gesellschaft sehr stark durch die Aktivitäten der staatlichen Institutionen bestimmt. Das ist auch gut so, und das hat uns auch dazu veranlasst, die Tagungen des Hessischen Landtages ebenso durchzuführen, wie wir das tun. Der Hessische Landtag kann sich nicht auswählen, ob er tagt. Er muss tagen. Ansonsten gibt es einen Stillstand der Institutionen. Ich will auch das sagen, welchen Wert das Funktionieren der staatlichen Institutionen und gerade der drei Gewalten, das will ich unterstreichen, für die Gemeinschaft hat, das wird aktuell in den USA sehr deutlich. Und der Blick über den Atlantik verstärkt auch das Gefühl für uns, dass der Rechtsstaat keine Selbstverständlichkeit ist und dass der Rechtsstaat auch nur dann funktioniert, wenn die Legislative, natürlich auch die Exekutive und die Judikative, in ihrem Auftrag entsprechend arbeiten und natürlich auch Vertrauen durch ihre Arbeit in der Bevölkerung genießen. Ich will aber auch sagen, wir müssen gar nicht über den großen Teich schauen. Ein Blick in unsere eigene Geschichte reicht dazu völlig aus. Die Weimarer Republik ist ja nicht wegen einer unzulänglichen Reichsverfassung gescheitert. Das war sie nun wirklich nicht unzulänglich, sondern sie ist gescheitert am Mangel an demokratischer, an rechtsstaatlicher und an freiheitlicher Gesinnung, und zwar insbesondere der Eliten, aber auch teilweise der Institutionen. Und eine Verfassung lässt sich nicht alleine durch ihren Wortlaut gegen Angriffe schützen. Unser Grundgesetz hat dafür gute Regelungen, nämlich die Ewigkeitsgarantien für Demokratie und Rechtsstaat. Ausschlaggebend ist, dass wir Menschen brauchen, die sich mit Leidenschaft für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Und genau das ist es, was uns eint. Ich sagte das, als ich die Ehre hatte, sozusagen das erste Mal in neuer Funktion mit Ihnen zusammenzutreten. Der Respekt der Institutionen füreinander und gegeneinander. Aber es ist eben auch das, was uns eint, der Eintritt für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Mitglieder des Staatsgerichtshofs und die Abgeordneten dieses Parlaments. Und insoweit will ich durchaus noch einmal betonen, dass ich mich wirklich freue und dass es für uns eine Ehre ist und dass es für uns immer ein großer Moment ist in diesem Parlament, wenn Sie bei uns sind. Deswegen noch einmal ein ganz herzliches Willkommen im Namen des ganzen Hauses. Besondere Höhepunkte für dieses Parlament sind, und das ist sehr ernst gemeint, dass
wenn Reden des Präsidenten des Staatsgerichtshofs hier bei uns im Plenum stattfinden. Und insoweit darf ich jetzt einen solchen weiteren Höhepunkt ankündigen, Herrn Professor Poseck das Wort erteilen für ein paar Worte. Und dann würden wir zur entsprechenden Vereidigung bzw. zum Hinweis auf den Eid kommen. Lieber Herr Professor Poseck, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass wir heute in Ihrer Mitte sein dürfen und den Hinweis auf den geleisteten Eid durchführen können. Das ist für Herrn Gaspar und für mich und für den gesamten Staatsgerichtshof ein Moment der Freude. Und ganz herzlichen Dank auch für Ihre Flexibilität, dass wir diesen Programmpunkt jetzt noch vor Ihrer Mittagspause durchführen können. Die Funktionsfähigkeit des Hessischen Staatsgerichtshofes liegt in den Händen des Hessischen Landtages. Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, schaffen mit Ihren Entscheidungen über die richterlichen und nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs die Grundlage für unsere Arbeits- und Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, ich kann mit Blick auf die vergangenen mehr als 70 Jahre sagen, das liegt auch hier im Hessischen Landtag, in diesem Hohen Haus, in sehr guten und in sehr bewährten Händen. Und ich hoffe auch sehr, dass es in der Zukunft so sein wird. Ich kann und will aber an dieser Stelle nicht verhehlen, dass wir auf die Wahl sehr lange gewartet haben. Die Amtszeit ist bereits im vergangenen Oktober abgelaufen gewesen. Die Neuwahl ist in diesem September durchgeführt worden und mit dem Hinweis auf den geleisteten Eid nimmt der Wahlvorgang gleich sein Ende. Diese Überschreitung der Wahlzeit von fast einem Jahr dürfte in der Geschichte des Landes Hessen Ausnahmecharakter haben. Und ich kann nicht verhehlen, dass wir uns im Staatsgerichtshof darüber in den letzten Wochen und Monaten den Kopf zerbrochen und einige Sorgen gemacht haben. Die Amtszeit der Verfassungsrichter ist begrenzt, das gibt die Verfassung so vor. Für vorübergehende Übergangszeiten gibt es auch Regelungen. Und der gesetzliche Richter, den Sie mit Ihrer Wahlentscheidung bestimmen, genießt auch Verfassungsrang. Vor diesem Hintergrund bin ich heute vor allem erleichtert, dass die Wahl stattgefunden hat und dass wir gleich die Vereidigung durchführen können. Das ist für die Arbeitsfähigkeit des Staatsgerichtshofes sehr wichtig. Wir sind jetzt voll und stabil besetzt für alles, was bei uns ansteht. Und Sie wissen es aus Ihrer eigenen Tätigkeit, dass bei uns durchaus einige Verfahren liegen oder vielleicht in der nächsten Zeit auch noch kommen werden. Und wir können jetzt an diese Verfahren mit Tatkraft jedenfalls herangehen. Und deshalb bleibt am Ende nach den paar etwas ernsten Bemerkungen vor allen Dingen der Dank dafür, dass der Hessische Landtag auch wieder Fähigkeit zum Kompromiss bewiesen hat und jedenfalls diese Wahlentscheidung herbeigeführt werden konnte und damit die Handlungsfähigkeit des Staatsgerichtshofs für die Zukunft gewährleistet ist. Wir leben in nicht ganz einfachen Zeiten und da gilt es ganz besonders, dass ich Ihnen alles Gute wünsche. Alles Gute für Ihre verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe als erste Staatsgewalt und persönlich vor allen Dingen für jede und jeden eine gute Gesundheit, gerade auch in den nächsten Wochen. Wir brauchen einen handlungsfähigen Hessischen Landtag, genauso wie wir drei handlungsfähige Staatsgewalten brauchen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Poseck. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen, Folgendes mitteilen. Nachdem der Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder am 30. September 2020 getagt hat und Herrn Jürgen Gaspar zum richterlichen Mitglied wiedergewählt hat, findet nun der ja bereits angekündigte Hinweis auf den bereits geleisteten Eid statt. Und Herr Professor Poseck steht schon an den entsprechenden Mikrofonen. Herr Gaspar, ich darf Sie noch bitten, vorzutreten, damit wir nun den Hinweis auf den bereits geleisteten Eid durch den Präsidenten des Staatsgerichtshofs vornehmen.
Als erstes möchte ich an dieser Stelle Herrn Gaspar noch mal ganz herzlich zur Wiederwahl gratulieren. Wir freuen uns sehr über die Entscheidung und über die Kontinuität in der Zusammenarbeit. Herr Gaspar ist, Sie haben es angesprochen, Herr Präsident, der leidenschaftliche Verfechter für Demokratie, Rechtsstaat und Verfassung. Von daher freue ich mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Und Herr Gaspar ist ein ausgesprochen erfahrener Verfassungsrichter. Deshalb liegt der Eid auch schon eine ganze Zeit zurück. Er wurde erstmals geleistet am 8. Juni 2011. Und seit 2014 ist Herr Gaspar ständiges, reguläres Mitglied im Hessischen Staatsgerichtshof. Und meine Aufgabe ist es jetzt, Sie, lieber Herr Gaspar, an den bereits am 8. Juni 2011 geleisteten Eid zu erinnern. Dieser Eid gilt auch für Ihre neue Amtszeit. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und auf weiter so gute Zusammenarbeit. Danke sehr. Lieber Gaspar, das gesamte Haus, Sie können es am Applaus erkennen, schließt sich diesen Wünschen an. Wir gratulieren Ihnen, wünschen Ihnen alles Gute, wünschen dem gesamten Staatsgerichtshof alles Gute, aber vor allem wünschen wir Ihnen, und da darf ich mich an den Präsidenten anschließen, vor allem Gesundheit. Ich glaube, der wichtigste Wunsch in Zeiten wie diesen, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank. Jetzt darf ich die Sitzung für eine Stunde unterbrechen. Wir treffen uns hier wieder um 16:10 Uhr.